Hallo und willkommen zu meinem allerersten Video hier auf YouTube, auf meinem Channel DVD Madness. Ich möchte in meinen Videos ein klein wenig über meine Lieblingsfilme reden, über mein Lieblingsfilmgenre, dem Horrorfilm, aber auch über andere Filme. Ich möchte euch ein klein wenig meine DVD-Sammlung vorstellen und euch vielleicht noch den ein oder anderen Filmtipp geben. Und am besten fangen wir mal an, indem ich euch einen kleinen Überblick über meine Sammlung verschaffe. Hier sehen wir mein erstes DVD-Regal. Hier habe ich die ganzen Horrorfilme einigermaßen alphabetisch geordnet. Hier könnt ihr sehen, Behind the Mask, sehr interessanter Film. Und ja, ich sammle circa seit... Meine erste DVD habe ich circa vor 10 Jahren gekauft. Und aber so richtig sammeln tue ich erst seit seit drei, vier Jahren. Und mittlerweile habe ich es auf fast 600 DVDs geschafft. Und ja, ich habe das Problem, was viele von euch sicher haben, langsam geht mir dann doch der Platz aus. Hier haben wir die Exorzist-Box. Hier geht es weiter mit der Freitag der 13. Reihe. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Low-Budget-Filmen, Horrorfilmen, Low-Budget, Amateurfilme. Deswegen habe ich auch einige Filme in meiner Sammlung, die nicht gerade wirklich als Blockbuster zu bezeichnen sind. Was haben wir hier? The Hills Have Eyes, das Remake und die Originalteile. Das war mein Mülleimer. Die Motel-Filme, naja, nicht so besonders. Die Nightmare on Elm Street Box natürlich, einer meiner Lieblingsfilmreihen von Wes Craven. Dann haben wir jetzt Zimmer 1408 in der Box, die hat auch schon einige Schrammen abbekommen. Hier weitere Filme. Tanz der Teufel, die Trilogie. Hier haben wir meine Scream-Trilogie, die ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Reanimator-Box und die Saw-Reihe. Und hier meine Resident Evil und die Poltergeist-Filme und drei Prom Nights. Und weiter geht's zu meinem Regal mit meinen TV-Serien. Das ist meine zweite große Sammelleidenschaft nach den Horrorfilmen. Das sind TV-Serien. Hier haben wir Roswell, Supernatural, Battlestar Galactica. Hier unten geht es weiter mit ein paar Blu-Rays, wo ich habe. Ich habe nicht sonderlich viel, ich glaube 10 Stück ungefähr. Hier haben wir South Park, eine meiner Lieblingszeichentrickserien. Und hier haben wir ein bisschen Veronica Mars, sehr zu empfehlen. Hier unten haben wir noch 24 und Prison Break. Ja, und hier nochmal ein Überblick über die 4-5 Regale. Und dann habe ich noch ein paar Filme auf der anderen Seite, die werde ich euch auch noch zeigen. Hier drüben haben wir nochmal zwei Reihen Horrorfilme, die aber noch nicht sortiert sind. Und hier unten sind meine anderen Filme, alles mögliche Komödien und Drama. Hier haben wir noch ein paar Star Trek Boxen. Und ja, das ist ein kleiner Überblick meiner Sammlung. Kommen wir nun zur Rubrik Shit der Woche. Das ist auf jeden Fall jetzt schon meine Lieblingsrubrik, in dem ich euch Filme vorstellen möchte, die wirklich unter aller Sau sind. Ich muss gestehen, dass mir solche Filme wirklich sehr, sehr gefallen und ich gucke mir auch sehr, sehr gerne Filme an, wo manche wahrscheinlich nach 5 Minuten abschalten würde. Aber ich finde, diese Filme haben immer irgendwie was sehr, sehr Lustiges, Amateurhaftes und... Der heutige Film, den ich euch vorstellen möchte, ist für mich der absolute deutsche Amateurfilm, der schlechteste Film, der schlechteste deutsche Film aller Zeiten, also mit Abstand. Es handelt sich hierbei, ihr könnt es ja sehen, hier The Dark Area aus dem Jahre 99 vom Regisseur Oliver Hummel. Den sollte man, muss man nicht unbedingt kennen, glaube ich. Es geht um ein paar Studenten, die in den Wald fahren. Sehr originelle Geschichte. Der Film wird ja auch hier auf dem Cover betitelt als das deutsche Blair Witch Project. Was deswegen bin ich auf diesen Film überhaupt erst damals aufmerksam geworden. Aber das ist natürlich eine absolute Beleidigung
dem Film Blair Witch Project gegenüber, den mit diesen Filmen hier zu vergleichen. Es geht in diesen Filmen um ein paar Studenten, die für ihre Abschlussarbeit in den Wald gehen, um ein paar Schlangen zu filmen. Was natürlich ziemlich idiotisch ist. Der Film spielt in Moers und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was man im Moerser Wäldern für Schlangen denn überhaupt finden soll. Naja, und die Gruppe trifft dann in diesem Film auf einen Mann, in dem Film wird er der Ranger genannt, der sie natürlich warnt, dass sie hier in einem verbotenen Gebiet sind, The Dark Area, und dass sie sofort umkehren sollen. Und natürlich ist klar, was sie machen, sie gehen natürlich weiter und verlaufen sich dann natürlich, finden dann aber überraschenderweise ihr Auto doch noch und gehen natürlich, so blöd wie sie sind, am nächsten Tag wieder hin und verlaufen sich dann wieder. Und diesmal trennt sich die Gruppe. Und ja, und es ist ähnlich wie Blair Witch. Man hört ein paar Geräusche, allerdings alles andere als unheimlich, sondern einfach nur lächerlich. Und am Anfang ist der Film wie ein absoluter Blair Witch Ripoff. Dialoge sind einfach furchtbar. Ich glaube, die hätte ein Fünfjähriger besser schreiben können. Vor allen Dingen der Hauptdarsteller Tobias, wenn er mal wieder einer seiner berüchtigten Ausraster im Wald hat, also ich kann mich da vor Lachen nicht halten. Es ist wirklich die reinste Komödie. Die Schauspieler an sich sind natürlich sind es Laienschauspieler, aber trotzdem, auch für Laienschauspieler ist das eine furchtbare schlechte Leistung, was sie da abliefern. Interessant ist auch noch zu erwähnen, dass dieser Film jetzt schon in seiner, was weiß ich, vierten oder fünften DVD-Veröffentlichung rausgekommen ist. Ich weiß wirklich nicht, wie viele Varianten es von diesem Film gibt. Ich habe hier die sehr special Redux Edition, Kinofassung und Director's Cut. Also der Unterschied kann ich, ich glaube, der Director's Cut ist 3, 4 Minuten kürzer, was eigentlich eine sehr gute Sache ist. Wir haben hier ein paar Specials, Making of, Deleted Scenes, Outtakes, Musikclip, Trailer, Teaser. Ein Trailer für einen anderen Film, wo die Jungs gemacht haben, den ich vielleicht mal vorstelle. State of Emergency und dann noch Audiokommentare, ein absolutes Highlight, wenn die Macher sich über den Film reden. Das ist einfach, sie nehmen sich wirklich sehr, sehr ernst und das ist sehr, sehr lustig. Hier hinten steht auch noch, das muss ich vorlesen, das ist einfach, wer den Film gesehen hat, kann darüber absolut nur lachen. The Dark Area vereint das zehn kleine Legerlein-Prinzip mit dem subjektiven Erzählstil von Blair Witch Project zu einem spannenden Horror-Thriller mit vielen Schock- und Überraschungseffekten in bester Scream-Tradition. Also, ich kann darüber wirklich nur lachen. Der Film ist für mich der schlechteste deutsche Film aller Zeiten. Aber trotzdem, wenn ihr ihn irgendwo seht für vielleicht 50 Cent oder 1 Euro, nehmt ihn mit, schaut ihn euch an und ihr werdet auf jeden Fall lachen, das ist ganz klar. Vor allen Dingen an diesen unglaublichen, realistischen Dialogen in diesem Film. Der Shit der Woche, The Dark Area. Ich habe mir gedacht, dass ich in meinem allerersten Video ein klein wenig über meine ganz persönlichen Top 10 Horrorfilme reden möchte und sie euch vorstellen möchte. Also, fangen wir an mit Platz Nummer 10. Auf Platz Nummer 10 meiner ganz persönlichen Top 10 Horrorfilm-Hitliste haben wir hier Drag Me to Hell von Sam Raimi. Der Film war für mich im letzten Jahr einer meiner persönlichen Horrorfilm-Highlights. Der hat mir extrem viel Spaß gemacht und kommt auch meiner Meinung nach an die Evil Dead Trilogy von Sam Raimi ran. Der Film hat einfach so ziemlich alles, was einen Sam Raimi-Film ausmacht. Er ist auf jeden Fall voll mit schwarzem Humor. Er ist stellenweise eklig und er macht einfach sehr viel Spaß. Ein Kritikpunkt, was mir auf jeden Fall nicht gefallen hat, war auf jeden Fall das Ende. Denn das Ende ist so ziemlich schnell vorhersehbar. Eine halbe Stunde vor Filmende kann man eigentlich schon ganz genau sagen, was am Schluss passiert. Das ist der größte Kritikpunkt dieses Film meines Erachtens.